Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Arenaleiter Pyro besiegt und sind mit Bill auf Island 1 gelandet, wo wir jetzt gerade ein paar Trainer bekämpfen wollen und uns noch weiter umsehen möchten. An der Seite von Heidi habe ich vor nichts Angst. Klingt ein bisschen sehr schnulzig. Naja, egal. Maschok und Razaf. Los, Robin und Tina! Ich weiß noch nicht, ob ich Tina da drin lassen möchte, ehrlich gesagt. Flügelschlag gegen Maschok. Und Biss gegen Maschok. Ich hoffe, es reicht aus. Ach du heilige Scheiße, wenn jetzt beide auf Tina gehen. Das war eine scheiß Idee. Das war eine verdammt scheiß Idee. So, Razaf boostet sich, pumpt sich auf und Geowurf. Gut, das macht nicht ganz so viel. Flügelschlag gegen Razaf und Schockwelle gegen Maschok. Ich hoffe, die Schockwelle reicht aus, um Schock zu besiegen. Und ja, es reicht aus. Wunderbar. Ich schätze mal, ein Angriff sollte Tina auch tanken können. Ich hoffe es zumindest. Raserei. Kein Kampfattacke. Wunderbar, wunderbar. Ruckzuckhieb und Biss. Und das dürfte es dann mit Razaf auch gewesen sein. Ja, wunderbar. Das ging ja glatter, als ich gedacht habe. Wow, das ist zu viel. Tja. Aber danke für die ganzen Pokédollar. So, was ist denn hier los? Autsch. 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 Hört auf, ineinander zu rennen. Das geht doch nicht. Kleide dich für einen Kampf. Wechsel diese unwürdige Outfit. Du behauptest, mein Outfit sei unwürdig? Du Rio-Verschnitt? Oh Mann. Und dann auch nochmal Hollow. Robin, mach mal kurz einen Prozess hier bitte. Und Eroas dürfte ausreichen. Genauso wie ein Flügelschlag das gleiche getan hätte. Aber nein. Eroas ist einfach cooler. Maschok. Warum will ich immer wechseln? So. Das ist ein bisschen schwächer wie das andere. Maschok von Kader dürfte eventuell Eroas sogar ausreichen. Okay. Es hat nicht ausgereicht. Dann halt ein To-It. Was ist sehr effektiv, das war mir klar. Aber Robin, das... Darüber müssen wir nochmal sprechen. Das geht so nicht. So, Level Up für Robin. Warum gerade ich? Du hast mich doch herausgefordert. Und ich komme hier nicht mehr weg. Jeden Morgen. Vorm Frühstück. Schwimme ich um diese Insel. Ja, dann tu das mal. Schwimm jeden Morgen vor dem Frühstück. Ich weiß zwar nicht, ob das so optimal ist, aber gut, nach dem Essen soll man erst ruhen. Uff, Ansichtssache. So, Flügelschlag. Das dürfte Macholo auf jeden Fall... Ich glaube nicht. Ja, ist ja schön und gut, dass du Robin erkannt hast, aber Robin wird dich jetzt mal eben in die Jagdgründe befördern. Zack und weg mit dir. So. Noch ein Maschok. Genau das gleiche Spielchen wie beim anderen Trainer. Ich möchte allerdings Robin mit seinem geringen KP gerade nicht drinnen lassen. Also, los, Benny! So, dann komm mal her, Maschok.
Schaufler. Wollen wir mal gucken, was dieses Maschok so aushält. Gegen unseren Benny. Schlitzer reicht leider nicht, aber ist mir egal. Denn im nächsten Zug bist du eh weg. So, und weg damit. Wurde besiegt. Schönes Level Up für Benny. Oh, ho, ho, ho. Angriff und Verteidigung und Maxi KP. Schönen Boost für Benny. Schnauf! Schnauf! Also ja. So. Verloren hast du. Fertig. Entfache das Feuer in dir. Glutherme. Hier ist die Glutherme. Okay. Robin kommt mal zurück. Ein Thermalbad sollte heilende Wirkung haben, sagt man. Ja, das sagt man wirklich über Thermalbäder. Und ich würde auch wirklich gerne mal eins ausprobieren, das muss ich ja zugeben. Sieh in mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Naja, ob das am Thermalbad liegt? Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Glutherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Damals habe ich dies benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. Ah, hier bekommen wir das TM also her. Besser gesagt die VM. Damit pulverisiert du Felsen, als wären sie aus Papier. Wunderbar, wunderbar. Das Wasser ist schön warm. Genau richtig. Klasse. Sorg und das Team fühlen sich erfrischt. Oh. Ah, das ist heimlich. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Schwimm die Mitte entspannt und dir wird ganz wohlig warm. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Genehmig mir ein sämige Fischsuppe, um mich auch vom Innen aufzuwärmen. Naja, wer Fischsuppe mag, ne? Also, ich bleib da lieber bei normalen Fisch. Fischsuppe, nee, lass mal lieber. Unser Team fühlt sich also erfrischt, sagte er. Und recht hatte er. Oh, dann wollen wir doch mal gucken. Schutz, Schutz, Schutz. So, eins soweit. Öffnen. Zertrümmerer. Wer kann es denn lernen? Da haben wir nicht viel Auswahl. Da würde ich leider sagen, dass wir das dann doch Sydney geben. Auch wenn ich eigentlich ihm gar keine VM beibringen wollte. Aber Benny hat bereits Stärke und naja. Schlafpuder, Egelsamen. Krankenhieb.
heben wir den Rankenhieb ab. Schwupps, Sidney vergaß Rankenhieb und Maschine bereit. Sidney erlernt Zertrümmerer. Ah ja, jetzt kann Sidney das machen, was er am besten kann. Gegner zertrümmern. So, das Wasser ist tiefblau. Möchtest du surfen? Ja, ich möchte surfen. Ja. Das war ja schon mal. Verdammt, ich habe ihn verpasst. Aber da kommt er schon wieder. Von hier kann man den Glutberg in den Himmel ragen sehen. In den Himmel ragen sehen. Was? Das ist ja unfassbar! So. Ein Starmie. Los, Tina! Schockwelle! Natürlich klar, dass das nicht so viel Schaden macht. Aber der Turbodreher dürfte gar nichts machen. Der Turbodreher ist doch nicht zum Angreifen gedacht. Eher um Tarnsteine und sowas aus dem Weg zu räumen. Aber naja, jetzt kommt Genesung. Aye! Fritzelblitz! Donnerblitz! Ach nee, Schockwelle. Hehe. Da hab ich mich vertan. Oh, Sternschauer. Ich glaube, ein Biss sollte jetzt ausreichen. Und das auf jeden Fall. Hm, du bist stark, oder? Was soll denn jetzt das oder heißen und warum gibst du mir nur 152 Pokédollar? Geizhals! Das Wetter ist wunderbar, perfekt für einen Kampf. Na dann, auf ins Gefecht! Schwimmerin Jutta. Jutta, Jutta! Los, Tina! Schockwelle! Der Schaden ist göttlich. Really? Silberblick? Du kommst mit einem Silberblick? Nachdem ich dich geschockt habe? Oh, Mann. Oh, aua. Das muss doch wehtun. Noch ein Seemon. Na dann. Kommst du jetzt auch wieder mit Silberblick? Oder siehst du vielleicht mal, ergreifst du vielleicht mal die Initiative zum Angriff? Hm? Trau dich! Glockmettina beißt nicht. Sie schockt dich nur. Sie schockt dich nur. Und da kommt der zweite Schock. Und weg mit dir. Eigentlich überhaupt nicht gefährlich, im Wasser Elektroattacken einzusetzen. Müsste mich selber auch mitschrucken, eigentlich. So, Level Up für Tina. Boah, gute Werte. Bis auf der Spezialangriff nur plus 1. Naja. Aber der ist ja sowieso nicht der beste Wert. Komischerweise bei Tina. Angriff stark, Verteidigung schwach, Spezialangriff schwach, Spezialverteidigung stark. Kratzfurie, ey, bist du denn bei noch ganz bei Trost? Kratzfurie. Was macht das denn für Schaden? 18. Genauigkeit 80. Trifft 2 bis 5 Mal. Nein? Dann macht er schon der Biss mehr. So. Nein, nicht erlernen. Eure Geldprämien sind ja echt lächerlich. Hallo Angler. Hallo Angler.
Warte, warte einen Moment. Ich habe einen großen am Haken. Ich habe einen großen am Hangelhaken. Okay. Und er kommt mit einem Goldini. Und tschüss. Boah, Tina, dein Spezialangriff, ne? Da müssen wir echt noch ein bisschen dran reden. Aber da wir nichts wirklich Gutes haben... Oh, Goldini, ich will jetzt mal ausprobieren. Zahltag! Naja. Zweiter Zahltag dürfte es erledigen, aber... Die Schockwelle macht immer noch ein bisschen mehr Schaden. Finde ich schade. Also sind wir auf jeden Fall auf die Schockwelle angewiesen. Ein Golking. Was machen wir da? Was machen wir da? Schockwelle. Gegrillt. Das macht aber auch nicht. Dreschschläge. Tina mal eben heilen. Reicht ein Supertrank? Ja. Wenn es weiterhin mit Dreschschläge angreift, ist es doch kein großer Schaden. Das wird jetzt ein 3-Hit-KO. A 1, a 2, and the 3. Zum Glück hat Tinas abgewehrt. Find ich nice! Golking wurde besiegt. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Oh, als nächstes wird Golking eingesetzt. Wollen wir das Pokémon wechseln? Lass uns... Ja, komm. Ela braucht auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte. Gegen Golking... Dürfte eigentlich funktionieren. Perfekt, Ela. Direkt beim ersten Mal verwirrt. Einzig so doof ist, wir haben bei Ela wirklich nur einen starken Spezialangriff und... Naja. Entschuldigung. Da wurde ich von der Müdigkeit übermannt. Und Ela jetzt hoffentlich nicht von der Verwirrung. Ansonsten... Wollte ich doch sagen. Ela hat einen so starken Geist, dass sie sich auch nicht durch Verwirrung abhält, anzugreifen. Oh, als nächstes kommt ein weiteres Golking. Ela ist allerdings verwirrt und dadurch switche ich mal wieder zurück. Dann komm mal raus, Tina. Miau. So. Dann schock mal dieses Golking. Das ist sehr effektiv, macht aber trotzdem zu wenig Schaden, ehrlich gesagt. Du kleines... Oh! Muss natürlich ein Volltreffer sein. So, du schaffst es, Robin. Hol dir einen schönen Fisch. Attacke dürfte ich nicht jucken. Jetzt ist es Furienschlag. So. Aeroass. Robin? Robin?
Bleib bei uns. Nicht verwirrt sein. Bleib bei uns. Ja, dieser Robin, ne? Ständig verwirrt. Passt so ein bisschen zu seinem realen Vorbild. Der ist auch ständig verwirrt. Oh, jetzt aber. Robin! Du musst doch nur noch einmal mit Ruckzuckieb durchkommen. Alter! Jetzt aber! Robin! Geht doch! Echt mal! So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich habe erneut verloren. Tja, passiert. Aber nicht mir. So, dann möchte ich noch mal eben kurz. Das wollte ich nicht. So, Flucht. Dankeschön. Also auf der ganzen Hinreise kommt nicht ein Pokémon. Dann will ich nur kurz zurück in die Thermal. Da kommen gleich zwei. Vermaledeit. Genau, Level 10. So. Zack, zack, zack. Komm, rein da. Dann wollen wir uns nochmal eben schnell kurz ausruhen im wunderschönen Thermalbad. Oh. Wunderbar. Oh. Dann würde ich mal behaupten, beende ich hier diesen Part an dieser Stelle und hoffe, der Part hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht's weiter in Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Also bleibt dabei. Bis dahin. Ciao.